Mitten in der Staatskrise hat ein massiver Stromausfall weite Teile Venezuelas lahmgelegt. Medienberichten zufolge sind alle Bundesstaaten bis auf einen betroffen. In der Hauptstadt Caracas ist seit dem späten Nachmittag der Strom weg. Ampeln und U-Bahnen fielen aus. Die Menschen versuchten noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Fuß nach Hause zu kommen. Der umstrittene Staatschef Maduro machte die USA für den Stromausfall verantwortlich.